Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Ramon alias Equax und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Far Cry Video. Wir sind jetzt auf dem Weg zu der Kyra Tee-Fabrik, die wir jetzt erstmal auseinandernehmen. Ich nehme dazu jetzt erstmal mein Lieblingsgefährt, den Hubschrauber. Das ist einfach nur zu geil. Und ich habe auch gerade schon mal auf die Karte geguckt. Ich muss mich langsam mal so ranmachen, hier so ein paar Lager einzunehmen, um hier das ganze Gebiet mal von Pagan Mings Armee zu befreien. Aber das kann jetzt noch ein bisschen warten. Ich will nämlich jetzt als erstes erstmal die Teefabrik auseinandernehmen, um unsere Drogenfabrik quasi zu errichten. Denn ich helfe ja der Eulen hier, Sabals Schwester oder, ja, ich glaube, es ist seine Schwester, dabei hier unsere Finanzen ein bisschen zu sichern damit. Sabal ist davon ja gar nicht begeistert, hier Geld mit Drogen zu verdienen. Aber wie ich schon gesagt habe, man kann das Ganze ja auch der Firma Bayer verkaufen und die können daraus hier wunderschöne Opiate herstellen. So. Da hinten ist es schon. Sieht ein bisschen klein aus, oder? Für eine Fabrik. Dann fliegen wir ein bisschen tiefer hier. Na, ja, obwohl es geht. Ich glaube, ich lande mal hier oben auf dem Hügel und dann gucke ich mir das Ganze erstmal mit meiner Kamera an. Ja doch, das könnte interessant werden hier. So, eliminieren Sie die Gegner und beschützen Sie die Mondfelder. Okay. Ich habe die Teefabrik erreicht. Klasse, AJ. Die Drogenfelder sind Kyrats Zukunft. Wir brauchen sie und du musst sie für mich sichern. Vertreibe die Army und sorg dafür, dass dem Mond nichts passiert. Und pass auf dich auf. Deine Hilfe wird noch gebraucht. So, wir checken das jetzt erstmal aus hier alles. Schauen wir mal. Da läuft noch einer, da hinten haben wir einen Hund. Wir können uns ja vielleicht hier hinten rumschleichen. Was haben wir hier? Da ist noch. Oh, da ist ein Tanklastwagen. Gut, auf der anderen Seite kann natürlich... Ach, da hinten ist noch einer. Okay. Da hinten ist mit dem scheiß Köter. Das stört mich ein bisschen. Kyra-Tee-Fabrik. Ich glaube, da ist noch einer, oder? Nee. Ist gut. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie runterkommen. Und schleichen wir uns mal ran hier. Oh, scheiße. Oh. Ja, perfekt. Hat geklappt. Oh, scheiße. Ich dachte, den kann ich sabotieren. Ich habe hier eben auch noch einen Hund gehört. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, wir schleichen uns erstmal an den ran hier. Es kommen immer mehr Trucks, um das Opium zu den Raffinerien im Norden. Okay, aber nicht schnell genug. Zeig mir, was du kannst! Scheiße, sind alle in Alarmbereitschaft. Gib auf und du bekommst einen schnellen Tod. Kopfschuss. Okay, okay, da haben wir auch. Kopfschuss. Einer. Kopfschuss. Unter uns. Oh.
wo sind die scheiß Mondfelder? Jetzt geht's ab. Oh, scheiße. Okay, den haben wir. Da ist noch einer. Jawohl. Kommt noch einer. Wo ist er? Zack, Junge. Haben wir doch gleich. Da hinten kommen sie. Raus hier aus dem Fenster. Hab ihn, er ist hier. Umzinge die. Granate, los. Scheiße. Konzentriert euch. Okay. Haltet die Stellung. Boah. Über mir ist noch irgendwo einer. Schönes Ding. Amita, erledigt. Paul wird die Felder nicht aufgeben. Ich schick dir Hilfe. Halte durch, bis die Männer da sind. Wir stoßen jeden Moment zu euch. Bisschen Munition einsammeln. Formiere dich neu mit dem goldenen Pfad. Warte mal, hier oben ist noch irgendwas. Jalbes. Was haben wir hier? Oh, ein Mörser. Halten, um zu benutzen. Okay. Da kommen sie. Oh, überall alles voll, ja. Weg. Okay. Rechts ist noch einer und links auch noch. Brenne. Boah, macht euch weg, ey. Oben. Hinten kommen sie schon. Die Armee brennt die Felder. Nein! Den Sprenglern. Ach, das waren die Dinger. Oh, scheiße. Ja, ist doch gut, Mann. Scheiße. Los. Zack, an. Wo kommen sie? Da. Ich sterbe ruhmreich.
komplett leer. Zack, Junge, hier. Okay, der brennt. Kann auch schön unten bleiben. So. Ich brauch unbedingt Munition, ey. Warum? Die scheiß Felder zu beschützen, du hohle Frucht, ey. Ich brauche ganz dringend Munition. Ach da. Ideal. Du machst dich weg da, ey. So, wo sind die Sprengmüllanlagen? Wo sind die Anlagen? Wo ist die Anlage? Alter, ich weiß nicht, wo die Anlage ist. Nein! Will ich sehen. Verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch. Okay. Sehr gut. Rückgewinnung, Mission beendet. Verdammt, EJ. Du hast gerade Amita erlaubt, auf unsere Erde zu spucken. Kyrat besteht nicht nur aus dem Volk. Es besteht aus Erde und Felsen. Wenn du unser Land vergiftest, vergiftest du alles, wofür dein Vater gekämpft hat. Mann, halt die Schnauze, ey. Auf Knete. Amita führt den goldenen Pfad an. So, okay. Gucken wir mal, wo wir als nächstes hin können. Unbekannter Ort entdecken. Nee, das machen wir mal nicht. Wir machen uns mal auf den Weg zu Longinus. Große Menge Rupien. 600 Meter. Hört zu, Kyrat, hier ist Rabbi Ray Runner und ich habe gute Neuigkeiten für euch. Ich wette, dass Paganin in diesem Moment ausrastet. Ehrlich, der kocht bestimmt vor Wut. Jemand hat mehr als die Hälfte der Glockentürme in Kyrat befreit. Das ist fantastisch. Das heißt, meine Show hat jetzt mehr Zuhörer als jemals zuvor. Ich kann es kaum glauben. Ich meine, wir wachsen so schnell und ihr Zuhörer, ihr Neuen, die ihr diese Sendung zum ersten Mal hört, ihr seid meine Belohnung. Und das sage ich nicht, um mich bei euch einzuschleimen. Ihr Leute seid einfach fantastisch und ich bin ein besserer Radio-DJ als Paganin. Das kann ich euch sagen. Ich spiele viel mehr Musik als er und ich komme euch nicht immer mit demselben alten Bunsen, okay? Ich weiß, dass Kyrat seine Probleme hat. Ich weiß, dass diese Honigdachse tierisch nerven. Und ich lockere diese Wahrheit mit ein bisschen Musik auf. Was kann man von einem Radiomoderator mehr verlangen? Und was den Kerl angeht, der all die Glockentürme befreit hat. Hey Mann, ich schulde dir was. Ich schulde dir eine ganze Menge. Was du auch von deinem Rabbi Ray Runner willst, ich gebe es dir. Ich soll Musik spielen, was immer du willst. Sogar wenn es so richtig, also sogar wenn es Nickelback ist. Ich spiel's für dich, ich bin kein großer Sogar wenn es Nickelback ist.
glaube, die brauche ich. Beutetasche voll. Und mal ein bisschen. Herstellung. Genau. Zack, Waffengurt. Können wir ein bisschen mehr Munition mit uns rumschleppen. Starte einen Takedown. Gegner drücke, um Waffen aufzunehmen und andere abzuschießen. Was haben wir hier? Faustwaffen und Präzisionsgewehre können nun beim Zielen mit LT nachgeladen werden. Das finde ich doch mal ganz gut eigentlich. Und was haben wir hier hinten? Geschäftsabkommen. Gut, lernen wir das nochmal. Schön. Was haben wir denn hier? Ach so, haben wir gar nichts gemacht hier. Aber auch nicht schlecht. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal des Todes, fürchte ich nichts Böses. Denn du bist bei mir. Das ist hier Psalm 21, ja? 23. Vers 4. Wie schön, dich zu sehen, AJ. Willst du Gottes Werk verrichten? Klar. Ich schätze schon. Ich muss dir etwas gestehen, AJ. Ich fürchte Böses. Nicht Böses von anderen Menschen, denn damit kann ich schon umgehen. Nein, es ist das Böse in mir selbst, das ich fürchte. Erinnerst du dich an meine Sünden? Das grausige Geschäft, von dem ich sprach. Du meinst die Diamanten? Ja! Und das Blut des Lamms wäscht alle Sünden fort. Doch um mich vollständig zu läutern, muss ich aufrichtig bereuen und Buße tun. Es gibt mehr dieser Sünden in Kirat. Und wir müssen sie aufspüren. Finde zuerst ein verlorenes Schaf. Folge ihm bis zu einem Gewölbe. Bring mir, was du darin findest. Verstanden. Und er ruft seine Freunde und Nachbarn herbei und spricht: Freut euch mit mir, denn ich fand mein verlorenes Schaf. Aha. Muss ich ein Schaf suchen. Habe ich richtig verstanden, ja? Wo müssen wir denn hin? Was haben wir denn hier? Shanat. Ach, das ist ja gleich hier um die Ecke. Komm da. Ach, scheiß drauf. Oh doch, da fliegen wir mal hin. Versuchen wir auf jeden Fall mal in die Richtung. Hallo? Muss ich von hinten ran, oder? Ja. Verfolge den Schmuggler, okay. Ohne bemerkt zu werden. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Das Blutdiamantengewölbe, okay.
Scheiße. Will ich doch gar nicht. Alter, es ging ja jetzt richtig nach hinten los, ja? Sind mir diese Arschlöcher da auf den Fersen. Ey, meine Fresse! Ja, schöne Scheiße, ey. Was soll denn die Scheiße, Mensch? Wie soll ich denn den Schmuggler verfolgen? Mir diese Arschlöcher da am Nacken hängen. Vielleicht wäre es mal ganz clever, ein paar Sachen einzunehmen, damit da nicht mehr so viele Arschlöcher rumfahren. So. Wir versuchen es aber nochmal. Ach so, der. Deswegen. Scheiße, Mann! Wie machen wir denn das? Das sieht doch gut aus. Das Nashorn läuft ihm hinterher. Boah! Okay. Mal gucken. Vielleicht. Ja, das ging ja nach hinten los, ey. So wirklich gut habe ich den ja jetzt nicht verfolgt, aber egal, wir sind am Ziel angekommen. Halt, um Geld zu nehmen. Jo. Okay. Dann gehen wir da mal rein.
muss das Geld nehmen. Was haben wir denn hier? Ach, wieder Diamanten. Kommen wir mit den Blutdiamanten. Scheiße. Draußen ist schon wieder alles voll. Sollen wir mal aufpassen. Vorsichtig. Alle links, ja. Wo ist der denn hier hinter direkt? Warte nicht! Weiter Druck machen! Los geht's! Los! Papi, er ist hier! Okay, cool. Das Geld einsammeln. Und dann abhauen. Scheiße. Jetzt müssen wir uns richtig beeilen. Gleich ist meine Munition vom Akku leer. Scheiße. Okay. Nein! Weg. So, wie müssen wir wohin? Darüber. Okay. Wir fahren hier hinten rum. Muss doch auch irgendwie passen. Da war doch auch eine Straße, oder nicht? Ja. Viele Flensken, ey. Ich raff immer noch nicht so richtig ab, wo ich die jetzt so brauche. Ich glaube, da muss ich dann die Fähigkeiten erstmal ausbauen, dass ich da die Spezialspritzen herstellen kann. Aber ist jetzt erstmal nicht so wild. So müssen wir, glaube ich, bald da sein, ne? Wie weit ist es denn noch? Doch noch eine kleine Ecke hier. Ach, da sind wir schon. Oh. So. Hast du die Tür verbeult oder was? So. Was sollen wir eben hier reinlegen? Ja. So, sehr gut. Haben wir wieder gut Asche bekommen. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Pause. Denn ihr habt ja gerade schon gesehen, die Munition meines Pets ist auch gleich alle. Und ja, das nächste Mal müssen wir mal sehen, dass wir vielleicht hier mal ein paar Lager hier einnehmen, um hier mal alles so ein bisschen aufzuräumen mit Pagan-Mings Armee, damit wir hier mal ein bisschen Ruhe haben. Und danach würde ich mich eventuell mit dem Hubschrauber hier in so einem kleinen Kreis bewegen und diese Dinger hier alle einnehmen. Dass wir schon mal die ganze Karte aufgedeckt haben und hier mal wieder schönes Wetter schaffen, ohne dass hier die ganze Zeit Wolken rüberziehen. Das könnte man jetzt so in den nächsten Videos auf jeden Fall in Auftrag geben, wollte ich schon fast sagen, in Angriff nehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, bewertet das Video mal. Ich würde mich mit diesen Worten jetzt erstmal verabscheuen, sage Tschüssikowski und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich. Ciao.